Heute habe ich den Beginn der Räumung des Hambacher Waldes mit eigenen Augen erlebt als parlamentarischer Beobachter. Und die Landesregierung trägt dafür die Verantwortung, die mit fadenscheinigsten Begründungen dieses heute angeordnet hat, mit Brandschutzgründen, wobei vergangene Woche noch aus den Baumhäusern die entsprechenden Löschgeräte entwendet worden sind. Was jetzt total wichtig ist, ist ein starkes Signal der Solidarität, dass diese Politik nicht fortgesetzt werden kann und dass möglichst viele sich an den Demonstrationen beteiligen, die in den nächsten Wochen und Monaten anstehen. Der Polizeieinsatz, der im Hambacher Wald stattgefunden hat, war in meinen Augen völlig unangemessen. Und man kann sich nur wundern oder eigentlich auch nicht, wie stark die Staatsgewalt auffährt, wenn es um das sogenannte Privateigentum an Grund und Boden geht, was in diesem Fall dann wohl zu schützen war, im Sinne von RWE. Während auf der anderen Seite, wenn es dann um das Wohl und Weh von Menschen geht und Menschenleben auf dem Spiel stehen, wie jetzt zum Beispiel vor einigen Wochen in Chemnitz, wie wenig da die Polizei vor Ort Präsenz war. Und das muss man meines Erachtens auch im Zusammenhang mit der Räumung des Hambacher Forstes immer wieder thematisieren. Es ist eine enorme Diskrepanz. Auf der einen Seite werden tausende Polizisten zusammengetrommelt, die den Hambacher Wald räumen sollen. Wenn es um Eigentumsrechte von einem Großunternehmen wie RWE geht und auf der anderen Seite, wenn es um Menschenleben geht, wie wenig dann die Polizei dann vor Ort präsent ist, wie wir es jetzt vor einigen Wochen noch in Chemnitz erlebt haben. Und auch das gehört zur politischen Debatte dazu. Wir werden das auf jeden Fall immer wieder erneut auch im Bundestag thematisieren. Ich stehe hier im Hambacher Wald. Hier steht unmittelbar die Räumung des Hambacher Waldes bevor, in den Bäumen von Oaktown und Gallien. Hier wird heute noch mal wieder sehr, sehr deutlich demonstriert, dass Profite vor Menschen gehen. Und wir sind der Auffassung, dieser Polizeieinsatz, der jetzt hier gerade vorbereitet wird, ist alleine schon von der Begründung her haarsträubend. Und das wird massive Auswirkungen sicherlich auch haben auf die weitere Arbeit der Kohlekommission, weil hier sich abzeichnet mit diesen provokativen Maßnahmen, dass die Kohlekommission immer mehr zu einer Farce wird. Die Linke ist der Auffassung, wir müssen so schnell wie möglich aus der Kohle aussteigen. Der Hambacher Wald muss bestehen bleiben. Vergangenen Donnerstag, dem 13. September, war ich als parlamentarischer Beobachter der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag vor Ort, als der Hambacher Wald geräumt wurde, beziehungsweise die Räumung des Hambacher Waldes mit einem immensen Polizeiaufgebot angefangen wurde. Ich war mehr oder weniger zufällig in der Region einen Tag vorher, weil ich dort eingeladen worden war und mir selber noch ein Bild vom Hambacher Wald machen wollte. Da war es total friedlich noch. Wir haben uns da die Baumhäuser angeguckt und sind ein bisschen durch den Wald spazieren gegangen. Und dann kam abends, am Abend des 12., also an dem Mittwochabend, kam dann plötzlich die Nachricht, am nächsten Morgen soll es mit der Räumung des Hambacher Waldes losgehen. Ich bin dann vor Ort geblieben und war dann live dabei, wie dann am frühen Morgen, so circa um 7:30, dann ein riesen Polizeiaufgebot mit Wannen vorgefahren ist und dann in den Hambacher Wald eingerückt ist. Es war schon sehr, sehr skurril, das zu beobachten, weil es war nämlich ein Beamter der Stadt Kerpen, der dann mit Megafon in den Wald hineingebrüllt hat, hier besteht Brandschutzgefahr, hier müssen wir jetzt anfangen zu räumen. Alle haben eine halbe Stunde Zeit, um die Baumhäuser zu räumen und dann noch der Hinweis, vergessen Sie Ihre persönlichen Gegenstände nicht mitzunehmen. So war die Ankündigung und alle Beteiligten, die vor Ort waren, wussten, das ist eine haarsträubende Begründung, die hier erfunden wird. Der Polizeieinsatz war angeordnet worden von der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen und Kerpen, die kleine Stadt, wurde dann quasi dazu verdonnert, um quasi diese Räumung vorzunehmen. Die haben dann sofort Amtshilfe beantragt von der Polizei und nach meinem Augenschein war dieser Polizeieinsatz schon vor längerer Zeit vorbereitet, weil es ist definitiv nicht möglich, Bundespolizei oder auch Polizeikräfte aus anderen Bundesländern von einer auf der anderen Minute nach Nordrhein-Westfalen zu
beordern. Es waren circa, wie wir jetzt inzwischen wissen, 3.500 Polizisten vor Ort mit allem, was der Staat an Räumungsmöglichkeiten zur Verfügung hat. In dem Moment selber, wie dann das verkündet wurde mit dem Räumungsbeginn, hat sich dann spontan eine Sitzblockade gebildet mit evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrern, die vor Ort waren und deutlich gemacht haben, das, was hier abläuft und vorbereitet wird, ist keine gewaltfreie Aktion. Diese friedliche Sitzblockade ist dann von der Polizei geräumt worden. Ich habe dann auch gesehen, dass Menschen oben auf einem Tripod gestanden haben. Einer stand sogar auf einem, glaube ich, das nennt sich One-Pod, also einem Baumpfahl in 10 Meter Höhe, hat sich dann entkettet oder entseilt an der Stelle. Und es war eine total angespannte Situation, die in dem Moment da war. Nichtsdestotrotz hat es die Polizei nicht davon abgehalten, dann eine Frau, die plötzlich dann auf den Platz vorgedrungen war, quasi, wie ich fand, wirklich brutal zu ergreifen. Es waren auch nur männliche Polizisten, die dann eine erste Durchsuchung bei der jungen Frau vorgenommen hat, obwohl eine ganze Menge weiblicher Polizeibeamtinnen und Beamte auch vor Ort waren, die natürlich auch entsprechend hätten sowas machen können. Also meines Erachtens völlig unangemessen, was da ablief und von der Begründung her haarsträubend, weil Brandschutzgefahr, es war in Strömen am Regnen in dem Moment und außerdem ist die Waldbesetzung über Jahre, mit den Baumhäusern ist die über Jahre geduldet worden vor Ort, ohne dass es überhaupt zu irgendwelchen Sachen gekommen ist. Und justement jetzt, einige Wochen bevor RWE, der Konzern, dem der Hambacher Wald gehört, mit der Rodung anfangen will, fällt dann plötzlich allen Beteiligten ein, dass es möglicherweise Brandschutzgefahr geben könnte in dem Wald. Also alle, die das gehört haben, die haben definitiv nur schallend gelacht, was dieses Vorgehen auch der Landesregierung, was die offizielle Begründung angeht. Und vor diesem Hintergrund hatte ich den Eindruck, das geht da weiter. Inzwischen sind ja einige Tage vergangen. Es sind inzwischen schon etliche Baumhäuser geräumt worden. Es hat große Protestaktionen gegeben. Am Wochenende waren ja fast 10.000 Menschen vor Ort, um ihren Unmut über die beginnende Rodung des Hambacher Walds kundzutun. Und ich denke, diese Proteste werden in den nächsten Tagen weitergehen. Die Räumung des Hambacher Forsts hat schon begonnen. Gerade wurde eine friedliche Sitzblockade von der Polizei aufgelöst und abgeräumt. Und ich sehe auch, dass jetzt quasi ein Mensch, der oben auf einer Plattform steht, der ungesichert auf einer Plattform steht, in etwa 10 Meter Höhe, dass der gerade gerufen hat, hören Sie damit auf, denn wenn dann nur was schief geht, dann könnte der Mensch zumindest schwere Verletzungen nach sich ziehen. Möglicherweise wäre das auch ein tödlicher Vorgang. Die Journalisten sollen hier an einen Randbereich verdrängt werden. Ich sehe das als Behinderung der Berichterstattung der Presse an, was hier gerade passiert. Da laufen schon gerade Verhandlungen, was den Platz angeht. Und einige Journalisten haben gerade auch gesagt, wenn sie nicht hier näher dran können, dann können sie nicht sehen und würden sie sich auch dann quasi hier abräumen lassen vom Platz, wo sie jetzt hingeführt werden sollen. Das geht hier dramatisch weiter. Ich selber werde auch noch im Laufe der nächsten Tage vor Ort sein. Wir als linke Bundestagsfraktion haben in den letzten Tagen seit dem Beginn der Räumung dafür gesorgt, dass zumindest immer ein Abgeordneter vor Ort war. Und das werden wir auf jeden Fall bis zum Wochenende auch so fortsetzen, was unsere Aktivitäten ist. Auch auf Wunsch derjenigen, die vor Ort eben von dieser Räumung, die jetzt stattfindet und die ja weitergeht, betroffen sind. Zur politischen Einordnung muss man wissen, dass schon RWE schon seit Jahren Braunkohle abbaut im rheinischen Braunkohlegewirr. Der Tagebau Hambach ist schon seit Jahren genehmigt, im Übrigen damals noch von der ehemaligen SPD-Grünen Landesregierung. Und die CDU-FDP-Landesregierung, die es im Moment gibt, setzt quasi diese Politik ununterbrochen weiter
fort, weil es ja auch ihre eigene Politik letztendlich ist. RWE will, koste es, was es wolle, Braunkohle abbauen im Rheinischen Revier und versucht jetzt, die sogenannten Eigentumsrechte, die sie dort haben, tatsächlich umzusetzen. Und die Landesregierung hat sich letzte Woche als willfähriger Erfüllungsgehilfe dieser Braunkohleabbaggerungspolitik erwiesen. Die Linke sagt dazu ganz klar, es muss auch vor dem Hintergrund des Klimawandels definitiv in einigen Jahren Schluss sein mit dem Braunkohleabbau im Rheinischen Revier. Die Braunkohle ist eine der klimaschädlichsten Produkte, die es überhaupt gibt. Und wir sind der Auffassung, dass jetzt zumindest in den nächsten 2 Jahren die 20 dreckigsten Braunkohleschleudern in Deutschland vom Netz gehen müssen und dass damit dann definitiv der Beginn des Endes der Braunkohle-Ära eingeleitet wird. Im Moment tagt in Berlin die sogenannte Kohlekommission, die die Bundesregierung eingesetzt hat, und einige Mitglieder aus der Kohlekommission hatten sich ja zwischenzeitlich für ein Moratorium eingesetzt. Das heißt, RWE sollte zumindest so lange wie die Kohlekommission arbeitet, das wird voraussichtlich bis Ende dieses Jahres sein, auf weitere Maßnahmen der Rodung im Hambacher Wald verzichten. Das ist natürlich jetzt zur Farce geworden, weil eigentlich hat die Rodung auch mit den jetzigen Räumungsaktionen bereits begonnen, weil nämlich schon große Schneisen, um an die Baumhäuser ranzukommen, in den Wald geschnitten worden sind. Und ich glaube, die Kohlekommission ist jetzt schon eine Farce und die Ergebnisse stehen definitiv auch unter dem, was RWE jetzt de facto schon an Tatsachen weiter vollzieht. Ich glaube, RWE geht es im Moment gemeinsam mit der Landesregierung darum, eine längere Laufzeit, eine weitere längere Laufzeit für den Abbau von Braunkohle und das Weiterlaufen der Braunkohlekraftwerke innerhalb dieser Kohlekommission durchzusetzen. Und wir sind der Meinung, mit dieser Politik dürfen sie nicht durchkommen. Es ist höchste Zeit für einen Braunkohleausstieg in Deutschland. Wir wollen als Linke die Arbeitsplätze weitestgehend erhalten, auch in anderen Bereichen. Wir wollen, dass entsprechende Ersatzarbeitsplätze in der Region geschaffen werden. Und wir wollen in der Tat auch, dass der Bund mit einem großzügig bemessenen Strukturwandelfonds in Höhe von 5 Milliarden Euro tatsächlich entsprechend alles in die Wege leitet, um eine zukunftsfähige Region im rheinischen Braunkohlerevier auch auf Dauer sicherzustellen. Das ist die politische Linie, die wir im Großen und Ganzen vertreten. Und last but not least sind wir der Auffassung, dass RWE nicht aus der Haftung genommen werden darf, was die von ihr angerichteten Schäden angeht. RWE steht natürlich im Moment unter Druck, weil immer mehr größere Investoren, insbesondere größere Investmentfonds, damit drohen oder schon Fakten geschaffen haben in Richtung Ausstieg aus den RWE-Aktien. Ich finde das ein richtiges Signal. Auf der anderen Seite ist RWE aber weit davon entfernt, pleite zu sein. Man muss zum Beispiel wissen, dass RWE zum Beispiel über ganz große Flächen, gerade auch im Rheinischen Revier, verfügt, die ja dann nach dem Ende der Braunkohle-Ära frei werden. Und es gibt schon größere Logistikkonzerne, die Schlange stehen, um dort ihre zukünftigen Unternehmen im Kölner Raum ansiedeln zu können. Also auch diese ganzen Faktoren einer Bewertung auch des RWE-Vermögens müssen natürlich dann entsprechend auch definitiv auch berücksichtigt werden. Darum geht es im Moment. Und wir setzen uns, wie gesagt, dafür ein, dass zügig, möglichst schnell jetzt mit einem wirklichen Braunkohleausstieg begonnen wird. Es geht vor allen Dingen darum, jetzt so schnell wie möglich, um überhaupt die Klimaziele für das Jahr 2020 einhalten zu können, die 20 dreckigsten Braunkohleschleudern hier in Deutschland vom Netz zu nehmen, um überhaupt die Klimaziele des Pariser Klimaabkommens überhaupt noch ansatzweise einhalten zu können. Das steht auf dem Spiel und der Hambi ist dafür das Symbol jetzt geworden, dafür, um was es geht. Und ich rufe alle Menschen auf, die das sehen, möglichst, wenn sie Zeit haben, ins Rheinische Revier zu kommen, mitzudemonstrieren, Druck zu machen, weil das ist die Sprache, die diejenigen, die den Hambacher Wald roden wollen, definitiv am ehesten noch verstehen. Der politische Druck von der Straße, der politische Druck aus dem Wald.
Ich bin auf jeden Fall dabei und unsere Fraktion auch, unsere Partei auch. Und wir werden auch, wie es sich jetzt abzeichnet, am 6. Oktober bei der großen Demonstration in Kerpenbühr mit am Start sein. Ich melde mich heute wieder aus dem Hambacher Forst. Ich bin heute noch mal hier hingefahren, um dem gestern tödlich verunglückten Journalisten zu gedenken. Was wir dann allerdings hier erleben mussten, war alles andere als eine Deeskalation. Die Polizei hat weiterhin eskaliert. Ich bin selber Zeuge gewesen davon, wie der Innenminister behauptet hatte oder aufgefordert, die Baumbesetzerin aufgefordert hatte, hier das Gelände des Hambacher Forsts zu verlassen, dass dann eine Aktivistin, die von dem Baum runtergeklettert ist, sofort festgesetzt worden ist und dann ein Platzverweis für sie ausgesprochen worden ist. Das ist das Gegenteil von Deeskalation, das ist pure Eskalation. Ich fordere den Innenminister auf, den Polizeieinsatz dann tatsächlich hier komplett zu beenden. Außerdem ist RWE aufgefordert, weil das sind die eigentlichen Eskalateure in der ganzen Auseinandersetzung, endlich den Hambacher Forst in Ruhe zu lassen. Der Hambacher Forst bleibt.